Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Starter-Team, wo ich schätze, es wird so um die 15k kosten, wie ich das ganze Team erstellt habe. Ich habe die Ratings alle selber gemacht, da hat es noch nicht gegeben. Es ist jetzt vor ein paar Stunden, wir haben den 11.09., also ich glaube irgendwann in der Nacht ist ein Leak rausgekommen, oder ein Leaker, der was die komplette Datenbank veröffentlicht hat, die was angeblich die echte Datenbank ist, so wie die Spiele in-game sind. Ich weiß nicht, die Ratings, was ich erstellt habe, sind ein bisschen anders, die weichen ein-, zweimal ab. Ich sage aber immer die richtigen Ratings dazu und ich packe den ganzen Link von der Datenbank in die Videobeschreibung oder in den Kommentar, eins von beiden, in den Kommentar. Ich spin's an als ersten Kommentar, da könnt ihr dann gerne nachschauen, da kann man da schon selbst super Teams erstellen oder wenn man sich für ein, zwei Spieler interessiert, einfach Namen eingeben. Hin und wieder reicht's, wenn man den Nachnamen eingibt, hin und wieder muss man Vor- und Nachnamen eingeben, wenn man nicht findet, also da muss man sich ein bisschen spielen. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, über ein Like, Abo, Kommentar und so würde ich mich riesig freuen. Und jetzt gehen wir rein. Es ist ein Hybrid-Team aus der Eredivisie und der portugiesischen Liga. Man wird damit nicht viel Coins verlieren. Das ist ein Starter-Team echt so für die erste Woche. Was man super spielen kann, wo man reinkommen kann, wo man ein bisschen was schon... Wo man sich ans Gameplay gewöhnen kann. Und ja, starten wir mit dem Torhüter. Übrigens, wenn das Ganze wieder rauskommt, bin ich in der Türkei, bin im Urlaub, lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen. Aber ich werde natürlich die Kommentare beantworten. Wahrscheinlich nicht immer gleich, je nachdem wie ich das WLAN habe. Aber ja, fangen wir an mit dem Torhüter. Da haben wir Diogo Costa. Ich habe ihn hier mit einer 81er predicted. Er bekommt ein 82er Rating. Er ist der wertvollste Torhüter in der kompletten portugiesischen Liga. Hat einen Marktwert von 45 Mio. Und ich glaube, er gehört auch zu den teuersten Spielern in der kompletten Liga. Wird absolut solide sein für ein Starterteam. Aber über den Torhüter braucht man nicht so viel labern. Deswegen gehen wir zur Verteidigung. So, wir starten mit dem ersten Innenverteidiger und hier haben wir den guten Gonzalo Inachoe. Sorry, den Namen habe ich safe falsch ausgesprochen. Ich habe ihn hier mit einer 80er Karte predicted. In Wirklichkeit bekommt er eine 79er Karte. Die Stats, sie sind annähernd gleich. Ich glaube, Base, Defensive und Füße ist tatsächlich gleich und für ein Starter-Team absolut solide Werte. Und dann schauen wir zum zweiten IV. So, hier haben wir den zweiten Innenverteidiger, St. Juice. Wir kennen ihn alle, absolutes Base-Monster in der IV. Er wird wahrscheinlich die teuerste oder einer von den drei teuersten Karten im kompletten Team sein. Wenn man dann eine andere IV-Karte reinstellt mit weniger Base aus der portugiesischen Liga, kommt man auch billiger davon. Also da der Base-Wert eventuell ein bisschen ausschlaggebend, dass er mehr wert ist. Und ich schaue gerade da, der hat in Wirklichkeit sogar ein 77er Rating. Der hat einen Ratingpunkt mehr, all die Stats sind jetzt auch nicht so extrem unterschiedlich und dann schauen wir jetzt zu den Außenverteidigern. So, und hier haben wir Windahl, da haben wir ein kleines Problem, Rating absolut im Arsch, der hat in Wirklichkeit eine 76er Karte und er ist gewechselt. Der, wie ich das Ganze aufgenommen habe, war er noch bei Ajax, er ist in die belgische Liga verliehen worden und ich zeige jetzt drei Karten, die was man als Ersatz für ihn nehmen kann. So, dann haben wir einmal Gertruida, der kann auch RV spielen, also IV und RV. Den Rechtsverteidiger ist eine Karte, die auch LV spielen kann, also kann man das ein bisschen wechseln. Der hat aber nur 80 Base, ich glaube, die hat er tatsächlich behalten, also würde ich den eher nicht nehmen. Dann haben wir Mauri Junior, der hat gar nicht so ein schlechtes Base-Wert und von Arnold, ich glaube, der hat auch ein bisschen mehr Base auf der neuen Karte, was er jetzt bekommt. Also einen von den drei Karten einfach nehmen. Man baut das Team sowieso nicht 1:1 nach, man hat da immer ein paar Unterschiede. Und ja, dann schauen wir zum Rechtsverteidiger und den kennen wir alle. War bei Barca, war bei Ajax und jetzt ist er in der Eredivisie. Und zwar der gute Test und da habe ich das Rating sogar getroffen. Der hat eine 76er Karte. Er war voriges Jahr viel verletzt, hat nicht so viel gespielt, aber für eine Starterkarte absolut gut und er wird auch nicht viel kosten, weil er jetzt in der Eredivisie ist und er kann im Linksverteidiger spielen, er kann Rechtsverteidiger spielen, ist sehr, sehr gut. Und dann schauen wir weiter ins Mittelfeld und da wird es jetzt interessant. Hier haben wir den guten Kötschü. Sorry, ich habe den Namen safe wieder falsch ausgesprochen und da habe ich mich beim Rating komplett verdammt. Ich habe ihm, glaube ich, eine plus 1 gegeben und er bekommt in Wirklichkeit aber eine 82er Karte, die richtig, richtig stabiler schaut. Die hat viel bessere Werte, als ich hier predicted habe. Und er ist von der Eredivisie in die portugiesische Liga gewechselt, ist ein absolut krasser Box-to-Box-Spieler für den Anfang. Also die Karte, glaube ich, werde ich sogar in mein Starter-Team reinbauen, denn der ist sehr, sehr stabil. Im Endeffekt, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich das Team, echt, dass ich mir das am ersten Tag baue, dass ich reinkomme ins Game und dann gehen wir zur zweiten ZM-Karte und da gibt es wieder ein kleines Problem.
Und zwar habe ich hier den guten Timber von Feuer nach Rotterdam auf eine 75er Goldkarte predicted. Er bekommt leider nur eine 74er Silberkarte. Aber es gibt einen anderen Spieler, und zwar den Tyler von Ajax Amsterdam. Der bekommt eine 75er Goldkarte und sieht nach einem richtig, richtig stabilen Box-to-Box-Spiel auch aus. Also da nicht Timber nehmen, sondern Tyler. Der hatte voriges Jahr nur eine Silberkarte, boah, ich habe früher nachgeschaut, ich glaube eine 72er oder so, bekommt jetzt eine 75er Karte, sieht richtig stabil aus und dann schauen wir jetzt einmal auf die Flügel. Und hier haben wir den guten Bergwin, da habe ich mich auch ein bisschen verdammt mit dem Rating, der bekommt ein 79er Rating, dann habe ich ein Plus 1 gegeben, dann bekommt er ein Minus 1. Ein Problem gibt es dem, er hat dann zwei Sterne Weakfoot, aber für den Anfang, er hat das Tempo, er kann drüber gehen, er kann die Querpässe spielen. Und ja, dann schauen wir zum rechten Flügel, zum rechten Mittelfeld. Und da ist ein Spieler, der voriges Jahr sogar die italienische Meisterschaft gewonnen hat, was ziemlich überraschend gewechselt ist, wie ich finde. Und schauen wir uns an, wer das ist. Und das ist der gute Lozano. Ich habe dir ein 80er Rating gegeben, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn er jetzt von der Serie A in die Eredivisie wechselt, werden sie ihm safe ein Minus 1 geben. Er hat aber ein 81er als sein Rating vom vorigen Jahr gehalten. Ja. Was soll ich sagen über Lozano? Er ist extrem schnell, er hat gutes Dribbling. So eine Karte im Starterteam, vor allem jetzt in der Ehrendivise, er wird absolut nicht viel kosten. Und da gibt es noch einen Alvarez, ich glaube, der ist auch irgendwo in die portugiesische Liga gewechselt, ist auch ein Mexikaner. Wenn man den einbaut, kann man das auch mit der Nation linken. Und dann schauen wir zum Mittelstürmer, und das ist einer meiner absoluten Favorites von den Starter-Team-Karten. Schauen wir uns an. Und zwar Rafa. Ich glaube, der war in den letzten 2-3 Jahren immer in meinem ersten Team, was ich mir gebaut habe. Ich habe ihm hier eine 82 gegeben, er bekommt eine 83. Er sieht noch besser aus, als er hier ist. Er hat richtig gutes Tempo. Er hat 4 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Und am Anfang, er macht einen zweiten Stürmer oder man wird es nachher als Team sehen. Ich zeige es also ganz auch nochmal. Man ist da sehr variabel mit den Formationen. Und ja, Rafa eine absolute Top-Karte als Starter-Team. Er wird nicht viel kosten. Er wird keine 1000 Münzen kosten. Ja, jetzt wo er 83 ist, kostet er vielleicht doch so 1K. Aber die wird er nicht lang halten. Und ist eine richtig, richtig stabile Starterkarte. Und ein Spieler fehlt noch. Und das ist der letzte Stürmer. Und hier haben wir den guten Gonzalo Guedes. Der hat echt nur eine 79er Karte, aber die Stats sind nicht viel anders als hier. Ich glaube, er hat ein bisschen Pace weniger, er hat zwei oder drei Schießen weniger. Dribbling ist gleich, Füße ist gleich, Passen ist weniger, Defensive interessiert eh keinen. Und ja, schauen wir uns das ganze Team an. Er ist auf jeden Fall stabil. Ich glaube, er bekommt 4-4, wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir uns das ganze Team noch einmal an, dass wir es also ganz sehen können. So, und hier haben wir das ganze Team. Es ist ein 4-4-1-1 mit Mittelstürmer, weil Rafa kann auch Mittelstürmer machen. Und man sieht ja, man ist sehr variabel. Man kann 4-4-2 spielen, man kann 4-2-3-1 spielen, man kann 4-3-2-1 zocken, falls das wieder gut werden sollte. Und gehen wir die Stats nochmal durch. Torhüter bekommt eine 82er, Rechtsverteidiger 76, Sanchez bekommt eine 77, der andere Gonzalo bekommt eine 79. Windal ist eh uninteressant, da müssen wir einen anderen nehmen. Lozano eine 81, Kötschük bekommt eine 82er was. Dann Dima leider nur eine 74er, da gehen wir Teile rein, haben eine 75. Ungefähr mit den Stats, was hier ist, ein bisschen langsamer ist er. Ich glaube, mehr Physis hat er und sonst ungefähr gleich. Dann Bergwijn bekommt eine 79, Rafa eine 83 und Guedes eine 79er Karte. Und seien wir uns ehrlich, das Team, ich weiß jetzt nicht, wer eine Rare-Karte ist, wer eine Non-Rare ist. Wenn da ein paar Non-Rare dabei sind, wird es noch billiger und sonst. Das Team wird nicht mehr als 15k kosten am Start und es wird richtig, richtig gut zum Spielen sein. Und ja, ich würde sagen, das war's für dieses Video. Wenn es euch ganz gefallen hat, Like, Abo und Kommentar und so weiter, würde ich mich riesig freuen. Und ja, ich bin schon gehypt. Ich freue mich, ich werde zurückkommen von der Türkei. Und dann 2 Tage später startet schon die Web-App-Phase. Da gehen wir dann gemeinsam rein. Und ja, das war's. Ich wünsche euch was. Haut rein und ciao.